Je suis devenue chercheuse parce qu'en fait, je trouve passionnant d'essayer d'expliquer les phénomènes de la vie. Weil ich schon immer interessant fand, für Statistiken und auch theoretische Konzepte zu verbinden. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été attiré par le fait de trouver des solutions efficaces à un problème donné. Weil ich nie aufhören konnte, Fragen zu stellen. Weil doch sowas, dass ich immer so frohe Antworten fand, die eventuell den Dach für Drogen nicht kannte. Weil mich die enorme Kraft, die von Erdbeben ausgeht, schon immer interessiert hat. Aber weil ich es spannend fand, Unbekanntes an der Natur zu entdecken. Ich hatte am Primär super Schulmeister. J'ai toujours voulu courir le monde pour comprendre comment il fonctionne. Au hasard d'une rencontre d'un professeur d'université extraordinaire. 运用中西结合解决疑难性疾病，帮助更多的人，是我新的挑战。我热爱我新的挑战。 Bonjour, hier ist Pets Bats für FNR TV. Es sind hier vier in der Chambre an der Stadt. Und es war hier am Mai 1999 für die Parlamentarier einstimmig das Gesetz Ugolhun, das der Fonds National de la Recherche am öffentlichen Sektor verankert. Madame Erna Henniko Schöpches, Ministerin von Demos, kann das bestimmt mehr darüber explizieren. Bonjour, Madame Henniko. Auf welchem Kader wurde eigentlich damals das Gesetz vom Fonds National de la Recherche geschärft? Bonjour. Wir haben nachdem CRP 87 gegründet gewesen, haben wir 97 eine Evaluation gemacht. Von dem, was dann die Etablissement Public berichtet hatten, und aus dem Forum, den wir damals zusammengerufen hatten mit inländischen und ausländischen Experten, als eine Konklusion gezogen, und das war die, dass wir am Anfang ein Instrument bräuchten, für auch gemeinsam Projekte zwischen den CRP zu finanzieren und dass wir überhaupt für die Lützburger Recherche an ihr gesamtes Kader zu fassen, ein Instrument für den Fonds bräuchten. Daraus ist dann das Gesetz vom Fonds von 1999 entstanden. Das hat sich auch gut angefügt. Und das hat im europäischen Plan geschieht, weil du hast ja von 2000 den Aufruf gemerkt, für massiv an die Recherchepolitik zu investieren. Wie Madame Henniko noch strach hat, gab der Sektor von der Recherchepublik zu Lützburg stark ausgebaut. Die Regierung hat demnächst zurückbehalten, für die öffentliche Kontribution für die Recherche herabzusetzen. Heute wird das Budget, den der öffentliche Recherche zugutekommt, auf 180 Millionen Euro geschärft. Am Kader von den Zielen, die im europäischen Summit zu Lissabon abgestellt wurden, an für die Recherche und Innovation zu encouragieren, zu fördern, hat die Regierung an ihrem Regierungsprogramm 2009 vorgesehen, für den Investissement der Sachen Recherche und Entwicklung auf 1% vom PIB herabzuschrauben. Das bedeutet eine Verdoppelung vom aktuellen Budget. Es geht um 367 Millionen Euro. Es wäre interessant geworden zu gehen, wo der Fonds National de la Recherche heute drin ist. Und was seine Missionen sind. Bonjour, Herr Henrion. Könnt ihr mir eine konkrete Idee geben von der Entwicklung vom Fonds National de la Recherche zanter seiner Kreation? Dem Fonds ist es gelungen, eine ganze Reihe von strukturellen und thematischen Finanzierungsinstrumenten für die Recherche zu Lützburg zu entwickeln. Und das Instrument hat ganz klar dazu beigetragen, für die Reputation von Lützburg als internationaler Forschungsstandort zu festigen. Zusätzlich kann auch so, dass ich beim Ministerium der Recherche eine Contrat de Performance aufgeschlossen habe. Die Contrat de Performance sticht den finanziellen Kader von unseren Objektiven auf. Was sind Ziele, die Objektive vom Fonds National de la Recherche heute? Die Ziele sind von Anfang an drei Wollen. Erstens, die Chercheren zu unterstützen, für hier Exzellenz und hier wissenschaftliche Qualität zu verbessern. Zweitens, das Recherchumfeld an ihrem institutionellen Kader zu Lützburg zu verbessern. Und drittens, ganz wichtig im Domain auch, dass am Anfang die Promotion von der wissenschaftlichen Kultur zu Lützburg, aber besonders vis-à-vis von den Jungen. Es gibt vier Recherchprogramme, Core, Attract, Pearl und Inter. Da könnte man vielleicht ein paar Informationen zu denen geben. Ja, die vier Programme das sind also Programme, mit denen wir Recherchprojekte, die an denen für Lützburg prioritäre Domänen appliziert gehen, können finanzieren. Das Programm Core ist ein Programm, mit dem wir Chercheren zu Lützburg unterstützen. Das ist auch unser größtes Programm.
de Programm Pearl an de Programm trägt. Das sind Programme, mit denen man hochkarätig Forscher aus dem Ausland hier in Plitzeburg will rundsehen. Und dann das Programm Enter als ein Programm, mit dem wir die internationale Kollaboration von unseren Chercheuren unterstützen. Und schauen wir uns dann mehr genau um Terrain angucken, was das konkret bedeutet. Madame Siebentritt, Herr Dale, was schafft ihr denn am Ende heute zu Lützeburg? Wir arbeiten an Solarzellen und an neuen Materialien für Solarzellen. Die Solarzellen, an denen wir arbeiten, sind Dünnfilm-Solarzellen. Das heißt, die sind 100 Mal dünner als ein menschliches Haar. Deshalb braucht man zu ihrer Herstellung weniger Material und weniger Energie und sie können kostengünstiger sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie flexibel hergestellt werden können. Und was wir hier machen, sind tatsächlich Solarzellen. Diese Solarzellen, die ist in unserem Labor gemacht worden. Wir entwickeln dazu neue Strukturen und neue Prozesse für diese Solarzellen. Und diese Materialien sind neu, das heißt, viele fundamentelle Fragen sind noch nicht verstanden. Und wir untersuchen Fragen wie, wie wird Strom transportiert, wie wird Licht absorbiert in diesen Solarzellen. Madame Siebentritt, wie sie dir auf Plötzeburg kommen? Die Stelle war ausgeschrieben, genau mit meinem Thema. Das hat mich sehr interessiert. Und als ich herkam, habe ich sehr gute Bedingungen gefunden. Ich habe eine sehr gute Ausstattung bekommen. Und dazu beigetragen haben auch, hat auch das Chorprogramm vom FNR. Wir haben 2 Chorprojekte im Moment laufen. Und dazu beigetragen hat auch das Attract-Programm, was den Phil hergebracht hat. Ich gehe davon aus, das sind die wesentlichen Argumente dafür, was Forscher, Wissenschaftler, Chercheuren auf hohem Niveau wie dir hier plötzlich kommen, für hier Recherche zu machen. That's right. The Attract program has allowed me to come to Luxembourg and set up my laboratory inside Susanna's laboratory. And under her guidance, we try to produce low-cost methods for making materials inside solar cells.